Hey, hey, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Uncharted 1, immer den Remaster für die PlayStation 4. Ich bin immer noch etwas voll in der Nase. Oh Gott. Voll in der Nase. Moment, drei Kills hiermit brauche ich. Ich verspreche euch aber, oder ich verspreche euch nicht, ich versuche dran zu denken, dass ich nach diesem Part nur Nasenspray nehme. Und dann bessert sich das alles. So, hier haben wir gerade Mitfahrgelegenheit verpasst. Und eine Sache, genau, das wollte ich jetzt am Anfang nochmal schnell nachgucken. Und zwar im letzten Part haben wir hier schon ein bisschen durch unsere Statistiken gescrollt. Ich möchte jetzt allerdings mal hier rum scrollen, weil wir hier noch ein paar neue Sachen haben. Zum Beispiel haben wir, oh ja, schon ganz viel mehr unendliche Munition freigeschaltet. Oder auch nicht. Das wurde uns einfach nur angezeigt, keine Ahnung. Galerien haben wir ein paar mehr. Feineinstellungen. Hä, das hatte ich doch schon. Warum wird das als neu angezeigt? Habe ich hier dann auch noch was? Also das hatte ich alles schon. Hatte ich auch schon. Hatte ich alles schon. Hä, warum wurde das jetzt neu angezeigt? Komisch. Nee, wir speichern jetzt nicht. Nö, jetzt wird nicht gespeichert. Tschüss. Es geht weiter. So. Rechts, große, rechts, rechts, rechts. Okay, ich habe mir nur kurz durchgelesen, wo der nächste Schatz ist, denn der ist hier ganz in der Nähe. Aber erstmal müssen wir noch mal ein bisschen ballern. Oh, auch so einen Typen müssen wir noch mal erballern. So, wer will mein 50. Kill sein? Du da oben? Okay. So, und jetzt nehme ich mir erstmal kurz das mit. Nee, nehme ich nicht. Ich kümmere mich jetzt erstmal um die Schrotflintenkills. Ah, da sieht es munitionstechnisch echt schwierig aus, glaube ich, auf Dauer. So, und hier ist der Schatz. Bim. Spanisch. Oh! Das ist die aus dem Ladescreen. Das ist cool. Die Drake ganz zu Anfang in den ersten Kapiteln gefunden hat. Das ist durchaus cool. Ja, hänge mit und links. Okay. Die nächsten beiden Schätze sind beide auch sehr nah dran. Oh Gott, den dritten davon habe ich jetzt gerade gar nicht mehr im Kopf. Also, Moment. Kurz Geräusch klären, so. Also ich weiß noch, wo der nächste Schatz ist. Und zu dem anderen habe ich mir Notiz. Ah doch, ich weiß es wieder. Gut, ich weiß, wo beide sind. Alles gut. Eine Hängebrücke. Wie kann denn so etwas passieren? Da sind Brandspuren. Aha. Jemand hat hier Pulver reingestopft, um alles in die Luft zu sprengen. Sei vorsichtig. Einige dieser Bretter sind verdammt morsch. Wow. Elena, das reicht nicht! Die andere Hand! Du musst sie loslassen! Verdammt! Ach, die kommen bestimmt eh wieder. Die Strömung. Komm schon. Gehen wir. Komm. Ich wette, die kommt eh durch die Strömung wieder. Na, wobei, irgendwann. Also das Ganze darf bestimmt eh nicht als Story so veröffentlicht werden. Ich glaube, das würde Nathan auch gar nicht gefallen. Das heißt, so schlimm ist es vielleicht gar nicht. Wo war jetzt nochmal der Schatz? Ach ja, genau. Hier rum. Und dann, oh Gott, ich glaube hier, oder? Oh Gott. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Mist. Hier. Ja, hier ist er. Spanischer Silberkelch. Hier ist alles sehr hübsches Zeug, was wir hier finden. Und in dem Kapitel gibt es noch einen Schatz, den habe ich mir noch aufgeschrieben. Danach müssen wir weiter gucken. So. Jetzt habe ich erstmal gar keine Sekundärwaffe mehr, für die ich Kills sammeln muss. Also ich muss mich jetzt erstmal ziemlich auf die Hauptwaffen fokussieren. Das ist ja schade. Ah, da können wir sogar die Wes hier mal mitnehmen, ne? Hallo Schatz. Goldener
Arco di Mundi. What the fuck? Was ist das denn? Den hole ich mir. Damit brauche ich dann jetzt, glaube ich, noch 15 Moss-Kills. Oh shit, oh shit, oh shit. Nicht gut. Und 11 Granatenkills, nicht vergessen. Gefahr. Wo ist Elena hingerannt? Ach, da hinten, okay. 14. 13. 12. Okay. Und Nahkampfkills brauche ich auch noch. Hier, komm her, Arschloch. Kapitel 12, flussaufwärts. Oh nein. Der Fluss müsste direkt zum Kloster führen. Ich will nicht schon wieder. Gut, dass die Strömung den Typen einfach absolut nicht interessiert. Oh nein. Ich will nicht schon wieder Jetski fahren, bitte. Tut mir das nicht an, Leute. Ach nein. Warum muss ich das? Nein. Oh Gott, ich fahre einfach runter. Oh. Diesmal hast du sogar nur eine Pistole. Oh Gott. Oh Gott, die Strömung affectet mich aber. Definitiv. Ich merke das schon. Hey, wenn sie nur eine Pistole hat, ist es vielleicht gar nicht so wichtig, hier jetzt balancen müssen zu können. Aber vielleicht, um die Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die warum auch immer nicht flussabwärts fahren. Schwimmen. Die werden nicht fahren. Ach, das gefällt mir so absolut nicht. Bumm. Bumm. Da hinten war noch irgendwo was da. Und die kommen ja doch mir entgegen hier gerollt. Schwamm. Nicht gegenfahren! Der steuert ja automatisch gegen. What the fuck? Nicht! Ich habe gesagt nicht! Oh ne, nein, 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 das ist jetzt nicht euer Ernst. Jetzt kommen hier natürlich doch Gegner. Das war so zu erwarten. Das war sehr, sehr knapp. Das auch. Okay, wo muss ich lang? Hier muss ich lang, gut. Es ist halt wirklich super hübsch hier, aber ultra scheiße mit den Fässern und Gegnern und was weiß ich. Was ja noch so alles auf sich warten lässt, das könnt ihr vergessen. Ich hoffe, ihr hört diese Störgeräusche nicht, die ich höre. Weil meine Kopfhörer machen so ein paar Störgeräusche, die ich in meinem Ohr höre. Ich glaube, dass ihr die nicht hören solltet, aber ich weiß es wirklich nicht. Aber gut, dass ich hier einfach feuern kann. Gut, dass die Magazine heutzutage so groß sind, ne? Das halte ich für eine sinnvolle Innovation. Einfach nie wieder nachladen. Sorry, ich muss mal ganz kurz meine Kopfhörer weg. Nein, nicht wegschwimmen! So. Alles ist wieder gut. Ich muss das nur kurz richten. Und jetzt können wir wieder ganz in Ruhe hier weiter. Ja, dann schieß. Und da oben bitte auch. Oh, hier sind ja Gegner. Die habe ich gar nicht gesehen. Also, die sind so
geistig irgendwie völlig an mir vorbeigegangen. Oh. So, aber das würde jetzt rein theoretisch bedeuten, dass jetzt keine so eine Fässer mehr auf mich zukommen sollten, oder? Es sei denn, irgendwo weiter hinten stehen nochmal so eine Spastarten. Hier komme ich aber jetzt nicht weiter. Oh, ist das nervig. Die Steuerung von dem Ding ist so unfassbar abartig nervig. Also ich mag generell Wasser und alles, was Wasser angeht. Und ich liebe auch Schwimmen und Meer ist hübsch und so, aber... Aber das hier ist wirklich nervig. Und das habe ich erwartet, natürlich. Ich habe halt Angst, dass wenn ich sterbe, dass ich dann wieder ganz am Anfang anfangen muss oder so. Und ich komme hier nicht hoch wegen der Steuerung. Und man zielt so langsam zur Seite. Vielleicht habt ihr das auch gerade gesehen. Ich wollte auf ihn zielen und habe einfach Jahre gebraucht, bis ich auf ihm war. Von wo? Oh, jetzt fängt das wieder an, dass ich nicht sehe, von wo ich beschossen werde. Na toll. Die Lenkung ist auch sehr kompetent. Drake, du bist definitiv der beste Jetski-Fahrer auf dieser Welt. Fall. Oh. Warum kann ich nicht wieder so einen Granatwerfer haben? Der war mir vorhin eigentlich ganz sympathisch in meinem Inventar. Ach, oh, komm schon. Oh Gott, es ist so fucking unspaßig, wirklich. Oh mein Gott. Sind wir jetzt hier in den Bergen oder wie? Das ist hübsch. Es ist plötzlich dunkel. Danke. Leer. Alles klar? Okay. Gehen wir rauf zum Kloster und sehen nach, was los ist. Zuflucht. Ich habe was in meinem Bonusmenü freigeschaltet. Galerien. 4. Die schauen wir uns wahrscheinlich dann am Ende mal an. Vielleicht, wenn ich mein Fazit gebe oder in einem Bonuspart. Jetzt würde ich erstmal sagen, ich speichere hier an der Stelle und beende den Part. Sind wir erst bei 13 Minuten? Ja, das... Das ist halt doof. Moment. Weil... So, weil das Problem ist, ich bin jetzt in Kapitel 13 und ich weiß jetzt nicht mehr, wo die Schätze sind und ich will definitiv keinen Schatz verpassen. Außerdem möchte ich mir endlich mal Nasenspray geben, weil es mir auf den Sack geht, durch die Nase nicht atmen zu können und so hier zu klingen, wie ich momentan klinge. Und deshalb würde ich sagen, das war jetzt einfach mal ein etwas kürzerer Part. Eigentlich sehr schade, aber so ist es. Und wir sehen uns hier im 13. Kapitel von, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie viele es gibt. Ich glaube 20 oder 18 oder so. Irgendwie so, keine Ahnung. Wir sehen uns hier jedenfalls beim nächsten Mal wieder von Let's Play Uncharted 1 Drake's Fortune oder Drake's Schicksal in dem Remaster für die PlayStation 4. Ja, also bis dann. Und ciao.